Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Champions of Regnum. Ja, ich bin wieder zurück. Ich habe ja letztes Jahr im Sommer noch gelivestreamt und da noch Hardware-Probleme bekommen. Und jetzt bin ich wieder zurück. Habe einfach einen neuen Charakter gemacht. Die anderen existieren noch und wir können weitermachen. Diesmal ein Hexenmeister. Hier können wir gleich mal kurz das Reittier abholen. Ich suche schon mal eine Gilde, wenn doch schon jemand schreibt, zurückschreibt. Es ist momentan nicht viel los im Chat, weil die meisten der Warzone sind und deshalb eigentlich nicht zurückschreiben können oder es sehen können. Ist ein bisschen blöde gemacht, aber viele Neuerungen sind da einfach irgendwie nicht so gut gepatcht, also Spielfeatures reingekommen. Ja. Und ja, Motivation ist eigentlich gut, aber halt, wenn man so sieht, wie viele Spiele jetzt schon wieder weg sind und so, ist ein bisschen schade. Aber das Spiel macht immer noch mega viel Spaß für mich. Ich sehe das, was gut ist in Regnum. Ich kann ja euch sagen, also vor allem eben das Open World RVR. Man wird eigentlich angegriffen, sobald man die Warzone betritt. Und ja, das macht einfach so ein bisschen den Nervenkitzel und einfach das tolle Feeling von Betronis. Also so, ja, eher so, ah, andere Spieler von einem anderen Reich. Oh, wir werden angegriffen und so eher. Also eine Bedrohung natürlich. Aber es macht einfach mega viel Spaß und auch die leichte Steuerung, leichtes Spieldesign und so. Ist nicht gerade so mega überladen wie andere MMORPGs. Und ja, einfach die Grafik ist richtig nice, finde ich. Einfach so schön locker. Ich habe mit moderner Grafik manchmal Probleme, weil ich ja so extrem gut sehen kann. Da sehe ich da einfach Probleme habe, lange Zeit die Grafik anzuschauen. Ist mir ein bisschen überfordert mit den Augen. Und das macht Regnum eigentlich nie. Also ich habe jetzt in der Nacht angefangen mit diesem Charakter, bin schon Level 11. Und es macht einfach, es macht Spaß wie noch nie. Ich weiß, ja, ich komme relativ schnell jetzt hoch. Es wurde, glaube ich, auch ein bisschen vereinfacht bis Level 50 und ja. Ja, da wird natürlich gerne angenommen, jetzt haben wir eine Gilde. Ja, mal schauen, ob er mich annimmt. Ah, jetzt muss er natürlich zu mir zuerst kommen. Ich komme auf ihn zu. Gehen wir mal zuerst nach Mond. Stadtnamen. Mondsognir, genau. Ja. Und ja, auch wenn es irgendwie wahrscheinlich Spanisch oder Englisch ist, der Clan. Ja, Hauptsache ich habe schon mal einen. Wenn ihr natürlich einen deutschen Clan habt und ihr möchtet gerne mehr, dass ich drin bin, dann kann ich natürlich auch die Gilde wieder verlassen, die ich jetzt hier joine. Und wenn ihr Lust habt mitzuspielen, jederzeit bin ich natürlich da, kann euch helfen. Oder ja, können zusammen dann in der Warzone kämpfen, wenn ich groß bin und so weiter. Ja, und ich werde eigentlich jeden Tag spielen, vor allem bevor ich schlafen gehe. Das entspannt mich so, das Spiel zu spielen. Dann kann ich viel besser schlafen, weil ich meistens ja ein bisschen noch Ding habe, Probleme beim Einschlafen, weil ich so viel Sport mache und so weiter. Ja. Also der ist ungefähr hier jetzt. Das ist ein bisschen verzögert. Da. MH, glaube ich, nenne ich. Oh, hallo. Hm.
So. So. Ah. Also letztes Jahr, wenn der Livestreams ging, so ungefähr ja, 10, 20 Tage, bis ich in einen Clan kommen konnte. Also ja, muss ja recht hochlevelig schon sein, so ungefähr Level 30, als ich es dann angenommen habe. Hoi Aru, wahrscheinlich Hoi Aru. Okay. Sarah, müssen wir gleich mal kurz schauen. Clan. Clan-Übersicht. Mitglieder. Ich sehe jetzt gerade noch keinen Sarah. Aber mal schauen, ob wir dann einen haben. Ja, es sind jetzt auch nicht so viele online. 10, was der kommt irgendwie bekannt vor. Real Magnum. Cool. Kira Sami ist übrigens, ja, der Name meiner zwei Katzen. Oh. Samira und Kira. Also Kira und Samira. Sami. Und. Okay. I can learn Spanish. Ich bin jetzt momentan so mit Englisch schon langsam ein bisschen gelangweilt zum Lernen. Also ja, die Softwares mit Englisch Lernsoftware, die machen natürlich nicht mehr so viel aus, oder? Wenn man schon recht gut Englisch kann. Und deshalb bin ich immer am Überlegen, Spanisch zu lernen. Wieso nicht? Gibt viele Spiele, wo Spanier sind. Ich finde es ein bisschen doof, dass die Spanier halt einfach meistens immer nur Spanisch schreiben und nie Englisch. Oder Deutsch natürlich. Ja, und ja. Ich kann das jetzt nicht übersetzen. Da bin ich noch nicht so gut. Ja, da habe ich Blut absaugen, aber das, ja, Blut saugen, aber das macht auf, wenn man voll ist, natürlich keinen Damage. Deshalb ist eigentlich der Feuerball eigentlich sozusagen der Schadensausteiler und die Stab und so. Ja, Feuerverherrlichung und Arkanbeschleunigung ist sozusagen da, um, ja, natürlich auch ein bisschen zwischendurch Schaden zu machen und so. Ja, es lohnt sich jetzt einfach, ja, Level 50 zu werden und dann auch langsam Level 60, aber da schon zu farmen dann. Wirklich. Reicht doch, also. I make, ja, kann ich nicht sagen. Gut, ja, ich habe 7700
Ximerin. Ah, 4300 nur noch. Okay. Da habe ich da irgendwas mal noch gekauft letztes Jahr. Ich werde wahrscheinlich dann ja aufladen. Weiß nicht, ob Pferde günstiger. Ich könnte vielleicht noch das günstigste Nicht-Pferde-Ding, weil die Pferde stecken immer so ein bisschen fest. Na, ich müsste irgendwie Hand. Dieses Pferd, dieses Eiseres passt, würde passen, aber 10.000 ist ein bisschen zu viel. Ja. Was ich machen werde, ist Lager, riesige Lagererweiterung, Account kaufen. Und das könnte ich jetzt schon eigentlich machen. Alles ist gut. Ja. Das ist ein Paladin mit Panzer. Sieht richtig nice aus. Ja, ich muss mir noch ein bisschen entscheiden. Also ihr dürft gerne mir einen Tipp geben, welche Seite ich nehmen soll. Aber ich habe blaue Haare genommen und blaue Augen. Das schaut gerade ein bisschen komisch. Wieso ist sie jetzt gerade so? Naja. Sie schaut echt streng, hä? Gut, also. Was wir machen können, ist ein bisschen farmen hier bei den Panthern. Eigentlich Panthern, Säbelzahntiger. Und, oh ja, Doggerfangs, genau. Und, ja, dass wir da auch kommen, hä? Dann lieber noch andere Sachen machen. Also Quests. Gut. Ja, die jungen Deckerfänger momentan noch. Die großen gehen, glaube ich, nicht mehr so gut. Items. Haben noch kein Item. Der erste hat mal keine Items gedruckt. Schade. So, mal den Arkan-Geschoss. Ja, macht nicht mehr so viel Schaden, leider. Ja, auch nicht viel mehr. Ah, Magier gewonnen, sehr gut. In Gelb, sehr schön. Blut sagen. Sehr gut. Jo, also wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne mitspielen. Das Spiel ist kostenlos. Einfach runterladen, am besten auch über Stream. Und ja, anmelden, also registrieren, oder? Und dann könnt ihr eigentlich schon bei mir sein. Ich möchte einfach ein bisschen die Bindung wiederherstellen von den Deutschen. Ja, viele haben halt aufgehört, eher Deutsche haben aufgehört. Das ist ein Schade. Oh, wie geil. Sieht gut aus. Leider in Rot. Ich möchte es in Blau haben. Oh, ich muss mich unbedingt... Ich muss heilen, weil Blutungsschaden machen die. Ja. Zu wenig Mana, schade. Wie viel sagst du? Ah, nicht so viel. Aber geschafft. Ja, in diesem Spiel steht man ein bisschen öfters, weil man halt manchmal echt Pech hat oder so. Hat einfach nicht gerade schaut auf die Healthbar. Ich könnte hier, glaube ich, auch noch ein bisschen etwas anzeigen beim Charakter. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo. Irgendwie konnte man die Namen anzeigen. Ja, die Healthbars. Die Namen, ja, sind einfach bei anderen Spielen da. Nicht bei uns selbst natürlich. Skill-Level wäre gut. Ich weiß nicht, konstanter Schaden wäre gut.
Ich weiß ja nicht, was das macht. Also wahrscheinlich einfach hier bei Schaden dann noch so hinstellen, wie man ungefähr das gerade gemacht hat. Aber wie man jetzt da helfbar anzeigt irgendwo, weiß ich nicht. Runtertun kann man es leider auch nicht. Hier draufklicken? Keine Ahnung. Hier kann man auch nicht rechtsklicken auf dem Spiel, um irgendwas an Menü abzumachen. Und zu flüstern oder so. Ah, ich glaube, wenn ich drücke, dann kommt hier. Ja, scheinbar nicht. Aber einfach ein Chat, ein privater Chat. So. Muss ich natürlich auch sagen, dass ich jetzt einfach einen weiblichen Charakter genommen habe, weil es natürlich ein bisschen Abwechslung bietet. Ich meistens ja männliche Charakter verwende. Ja, ist away, das ist nicht so gut. Machen wir den kurz tot und hauen ab von dem. Abino Bär möchte ich nicht. Ja. Der ist schnell. Ja, es ist ein schön lockeres Game. Ich weiß jetzt nicht, ob es spannend für euch ist, hier zuzuschauen. Aber ich hoffe es jedenfalls, dass ich ein paar Videos machen kann und ja, euch auch ein bisschen zeigen kann, wie gut das Spiel ist und so. Es ist wirklich nicht gerade so ein motivierendes Spiel. Die meisten sind natürlich auf Action aus oder haben eher Spaß so mit taktischeren Spielen oder so. Ja, es ist schon taktisch. Es ist echt gut taktisch. Aber, ja. Halt nicht gerade so zum Denken. Und das mag ich eigentlich, weil ich ja meistens Game zum Entspannen, zum locker werden. Das ist einfach optimal. Ich mag das Spiel so sehr. Und die Community, wenn sie dann da ist, ist eigentlich immer sehr, sehr nett und gut. Wie zum Beispiel das Sweet Anax. Ja. Ich freue mich, jetzt wieder dabei zu sein. Jetzt mal auch wieder länger machen natürlich, ohne Unterbruch. Das kann ich natürlich nicht beherrschen. Das liegt einfach daran, dass ich halt auch krank bin und deshalb nicht so viele Finanzen immer zur Verfügung habe, um irgendwie neue Hardware zu kaufen. Und ja, ihr wisst ja, wie Hardware eigentlich schnell kaputt gehen kann. Das ist unglaublich. Tja, nehmen wir mal den Blitz. Das war nicht so tolle. Sieht nicht so tolle aus. Ja, einfach gerade. Aber gut. Aber es droppt momentan nicht so viel. Wir könnten jetzt noch eine Quest machen. Wohin müssen wir denn? Wir müssen da runter wieder. Haben aber noch eine Quest zur Verfügung. Ein Slot hier. Ja. Ah, ein Blitzstab, sehr gut. Was ist denn das? Secret A. Okay. Secret A. Ja, das hier unten wieder. Am Safen. Ja, sie haben einen verloren. Sie hatten einen von Syrtis. Und jetzt hat Ignis den Syrtis Charm. Stein geholt, okay. Ja, also nicht mehr so aktiv wie in der Nacht. Nicht so schön in der... Oh, schon wieder gelb, cool. Oh ja, Angriffsgeschwindigkeit. Sehr gut. Da hat er geredet. NPCs sagen manchmal... Ich glaube, ich bin nicht so grammatisch noch gut, also ja, gebt mir nicht so viel Mühe. Aber ihr werdet es wahrscheinlich verstehen, was ich jetzt gerade eigentlich hier sagen möchte. Ja, das ist blöd. Die sollen einfach mal Software rausbringen, wo Englisch lernen Ding ist mit Grammatik. Ich lerne Wörter, aber kann nicht grammatisch, also ich kann mich nicht so gut ausdrücken, das ist das Problem. Also meine Sätze sind eher so ein bisschen durcheinander auf Englisch. Das ist das Problem. Na gut, aber ich denke, jeder kann sich da ein bisschen zusammenreimen, was ich sagen möchte.
Habe ich schon Level 11, habe noch kein Level dazu. Nehme ich mal von dem die Quest an. Ja, das ist eine Rede-Quest. Die Quests sind natürlich so ein bisschen Standard, Grind-Quests. Aber manche sind echt gut. Ah, das ist jetzt die Quest mit den Trainers an. Quatschen. Da hinten ist der Paladin-Trainer. Ist Oh Nanny Bastard. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich zum Hexenmeister-Trainer, zu unserem Trainer von unserer Klasse. Ja. Ja, leider gibt es halt einfach mit der Software, Aufnahmesoftware Probleme um Broadcaster Software Studio. Dass ich da einfach manuell ausstellen muss und auch manuell an Ding im Open Broadcaster Studio drin. Nice. Ja, da werde ich wahrscheinlich schaffen, soweit. Und ja, dann kann ich natürlich euch hier müde Videos von der Warzone zeigen und so weiter, was ihr wollt. Einfach schreiben, wenn ihr irgendwas Spezielles wollt. Und dann mache ich es auch noch natürlich von diesem Spiel. Tausend EXP an Enemy. Okay. Ja. Kann natürlich nicht sagen, ich spiele jetzt Barbar, aber ja, ich kann euch das auch zeigen im nächsten Video. Weil der Barbar halt echt Schwierigkeiten hat gegen andere Spiele, weil er immer die ganze Zeit gestunt wird und halt nicht so schnell jetzt der Schaden machen kann am Gegner, wenn sie auch immer abhauen in dem Stun. Okay, jetzt ist fertig die Quest. Okay, machen wir noch mal eine. Ja, da müssen wir sowieso rund ins Skeletal. Oder ist das Skeletal ist hier vorne? Ja, da würden wir aber vorbeikommen. Er wird nicht angenommen, irgendwie. Okay, jetzt aber. Ja, das ist eine Erkundungsquest hier unten. Da können wir mal runtergehen, hä? Wieso nicht? Ja, wir könnten jetzt eigentlich wechseln. Naja. Lieber noch ein bisschen hier spielen. Also im nächsten Part werde ich dann mal den Barbaren ein bisschen spielen. Typhon and Arius. Was ist Typhon? Ja. Also ist gerade auch nicht, was ich schreiben soll. Area 2x. Ah, Skill. Okay. Typhon. Und was hat er gesagt? Areas, also Area Range, also große Range-Angriffe. Gut. Das ist Kupfer, das ist auch Kupfer. Ich habe schon irgendwie 11 gefunden.
Und habe natürlich irgendwie so 300 noch auf den Barbaren. Müsste dann eine Magnetwaffe haben, aber das geht noch lange. Bin ich so der spezielle Farmer für das. Wohin müssen wir jetzt? Darunter noch. Okay. Jetzt müssen wir hier rüber. Ja. Sehr gut. Und für alle, die mit bei mir schon befreundet waren oder es immer noch sind, ja, herzlich willkommen wieder. Und ich hoffe, dass wir noch Spaß haben zusammen. Also leveln könnten wir, farmen, wir könnten Warzone machen und so weiter. Einfach mal anfragen. Kirasami heißt der Charakter. Und ich bin eigentlich ziemlich oft online, wenn jetzt nicht gerade Nachmittag oder Abend ist. Also am Abend könnte ich livestreamen. Dann bin ich ja online. Mal schauen, wie es so ankommt. Ah, endlich Fünfer. So, und jetzt müssen wir zurück. Ja, in die Stadt. Okay. Ja, prima. Also gehen wir die Stadt zurück, geben die Quest ab und dann mache ich mal, ja, eine Videopause sozusagen. Das nächste Video kommt bald. Eventuell heute Abend, so ungefähr um 19 Uhr, der erste Regnum Livestream wieder. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Oder dabei seid oder alles Mögliche. Und ja. Auf jeden Fall Dankeschön für die Unterstützung. Momentan ist die Unterstützung schon wirklich wieder recht toll. Der Start war ein bisschen holprig wieder. Aber ihr müsst wissen, ich habe kein Headset gehabt. Längere Zeit konnte also eigentlich gar nicht reden. Und ja. Open Broadcast Software hat immer so Stopping-Probleme gehabt, dass er nicht durchgehend alles aufgenommen hat. Und deshalb konnte ich keine Videos oder Livestreams machen. Fand ich wirklich schade. Ah ja, ich könnte craften jetzt, oder? Ab Level 10 kann man, glaube ich, craften oder Level 15. Ja, ich würde mal schauen und dann einfach craften, weil das recht langweilig ist. So, was noch verpasst, was er hier gerade geschrieben hat. So, wie heißt der Clan? Necro. Okay. Ich will aber Hexe-Clan haben. Nein. Kein Problem. So, nehmen wir noch kurz die Quest an. Ja, das ist ja eine einfache Quest. So, machen wir die Gegenstände am besten mal ins 3. Das ist Crafting. Kauf gleich mal etwas. Also, ich mache das Item. Wo ist die Dauer? Hier oben. Ja, ist gleich fertig. Sehr gut. Crafting ist langweilig, aber es ist nötig, wenn man da viel mehr Gegenstände, bessere Gegenstände bekommt und so. Und hat auch ein bisschen supportet sozusagen sich, indem man einfach auch noch Magnaniten findet während dem Einsammeln von den Rohstoffen und so. Ja. Also jetzt muss ich da Bronzeerz, Tasche mit Knochen. Müssen wir da runter? Nein, das war Kupfer. Bronze ist glaube ich hier hinten. Ja. Hat mir viel Glück beim Leveln gegeben. Cool. Wir haben ja schon markiert. Okay, gehen wir noch kurz in Bronze und dann mache ich weiter mit dem Craften. Und währenddessen lade ich das Video hoch. Ja.
Also richtig toll. Also ich finde es einfach immer wieder cool, wieder einzusteigen bei Regnung oder einfach auch dabei sein. Ach, bin einfach so Nostalgie, hungrig. Ich werde wahrscheinlich alle Spiele, die ich schon auf dem Kanal ein bisschen Let's Played habe oder so, mal wieder anschauen. Bisschen Review passieren, Videos darüber machen. Und vielleicht gefällt es ja euch. Ich hoffe es jedenfalls. Wir nehmen noch ein paar mehr mit, weil wir noch ein bisschen weiter kräften, natürlich, aber ich. Und wenn ich mal eine Crafting-Folge machen soll, müsste ich sagen, aber das ist halt ein bisschen langweilig. Gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit anderen Dingen. Bis wir uns wiedersehen, hoffentlich. Und ja, auf Unterstützung bin ich halt auch ein bisschen angewiesen. Da dürft ihr gerne mich ein bisschen unterstützen. Tschüss. Ah, die müssen wir so sehr sammeln. Genug. Tschüss. Nein, ja, die müssen natürlich hier ausschauen.